Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Damen und Herren! Mit dem heutigen Entschließungsantrag zum Thema Verbot von Plastiktüten, Plastikprodukten, Einwegprodukten wollen wir den beschrittenen Weg vom 15. März, der hier in diesem Haus gefasst wurde, weiter fortführen. Am 15. März ging es um das Thema beschließend um Mikro- und Nanoplastik und vor allem in dem Fall Mikro- und Nanoplastik in Kosmetika. Wir wollen mit dem heutigen Entschließungsantrag einen Schritt weitergehen, und zwar in zwei Teilen. Im ersten Teil geht es um das Thema Plastiktüten. Hier ist natürlich der Bund, das Bundesumweltministerium, mit einem ersten Schritt vorangegangen. Wir sehen aber so, Kolleginnen und Kollegen, dass dieser erste Schritt zu wenig ist. Wir müssen mehr tun. Und aus Bayern heraus ist man oft gewohnt, dass wir nicht über den Verbot Dinge regeln wollen, sondern über die Freiwilligkeit. Aber man muss auch sehen, wenn Dinge in der Freiwilligkeit nicht funktionieren. Und beim Thema Plastiktüten hat Freiwilligkeit nicht funktioniert. Die freiwilligen Verpflichtungen haben dazu geführt, dass wir immer noch 2 Milliarden Plastiktüten pro anno im Umlauf haben. Und wenn wir heute über das Thema Klimaschutz, über Nachhaltigkeit diskutieren, dann bedeutet das in Menge, Kolleginnen und Kollegen, 80.000 Tonnen Öl im Einsatz. Und hier müssen wir aus unserer Sicht Regelungen finden. Und die Regelung ist, dass wir bei der Bundesregelung darüber hinausgehen. Es ist ein erster Schritt, aber beim Thema Einwegtüten, sogenannten Hemdchentüten für Obst und Gemüse, sie müssen inbegriffen werden, sie müssen mit dazugenommen werden. Noch dazu, wenn so eine Tüte im Durchschnitt 25 Minuten im Einsatz ist. Und ich habe mich in Bayern mit der Fridays for Future Bewegung in mehreren Konferenzen regional getroffen. Ein großer Wunsch war das Thema Umgang mit Plastik und das Thema Umgang mit Plastik auch hinsichtlich der Auswirkungen in der Natur. Wenn es zu Mikroplastik wird, wenn es dann in den Kreislauf von Natur und Tieren vorkommt, wenn natürlich dann wir das, die Spuren über 2000 Jahre nachweisen können, sehen wir es dringend geboten, hier weitere Schritte zu gehen. Und vor allem auch, wir sehen die Möglichkeiten, die heute jederzeit umsetzbar sind. Und ich rufe Ihnen zu, die Menschen, die Bevölkerung, in ihren Landesteilen ist oft hier deutlich mehr Schritte weiter, als wir oft politisch Handelnden. Und deshalb unterstützen Sie diesen Entschließungsantrag aus Bayern. Wir haben jetzt die Chance, mit der EU-Regelung zu Einwegplastik auch dieses Thema auf Bundesebene jederzeit gesetzlich mitzuregeln. Ein weiterer Wunsch aus der Umweltministerkonferenz im Mai in Hamburg war das Thema Einwegplastik in Systemgastronomie, Coffee-to-go-Becher, Einweg-Teller, Besteck. Auch hier der Wunsch, natürlich sind diese Produkte lizenziert, natürlich sind sie auch bezahlt, aber sie kommen natürlich nicht dorthin, wo sie hinkommen müssen in großen Teilen. Sie sind eben nicht gemanagt und unser Ziel auch der Umweltministerkonferenz ist es, den Kommunen eine Möglichkeit zu verschaffen, auch hier Gebühren zu erheben. Das kann der Bundesgesetzgeber regeln, damit die Länder die Möglichkeit haben, hier den Kommunen wiederum Gebühren, damit die Kommunen Gebühren erheben können, um eine Rechtsgrundlage zu schaffen, damit wir hier mit Entgelten auch eine Zunahme verhindern und im Prinzip eine, sage ich mal, für uns alle, glaube ich, notwendige Herausforderung, den Umgang für künftige Generationen zu organisieren, zu stemmen. Und da geht es nicht darum, Plastik zu verurteilen, sondern vor allem Einwegsysteme zurückzudrängen, um damit auch den Auftrag, den wir haben, für kommende Generationen zu erfüllen. Und das habe ich vorhin angesprochen beim Thema Umgang mit Pestizid. Und so sehen wir es auch bei dem Thema Umgang mit Einwegplastik. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege.